Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Innenstädte in Bad Neuenahr und in Ahrweiler waren schwer verwüstet. Aber wir wollen jetzt sehr zügig die provisorische Instandsetzung der Straßen in den Innenstädten vorantreiben. Die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft ist beauftragt. Und jetzt haben wir die Meldung, dass bis Ende Mai Ahrweiler weitestgehend wieder instand gesetzt werden kann, aber provisorisch. Und in Bad Neuenahr die Instandsetzung der Innenstadtstraßen voraussichtlich bis Ende Juni abgeschlossen werden kann. Eine gute Nachricht und deshalb nur eine schnelle Meldung. Mut und Zuversicht, Ihr Guido Ochten.